Nachdem ich ja gestern Abend noch bis spät in die Nacht die Matratzen genäht habe, sind sie jetzt fertig. So, da sind wirklich mehrere Tage harte Fleißarbeit reingeflossen und ich bin darauf gespannt, wie er sich bewährt im Einsatz. Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie passe ich meine Matratze an ein Auto an? Ich werde so vorgehen, ich habe mir eine Matratze gekauft bei IKEA. Also, Ergodness heißt das gute Stück. 140 x 2 Meter, 8 Kilo schwer und soll, wenn sie sich nach 72 Stunden komplett entfaltet hat, eine Matratzenhöhe von 10 cm haben. Also, folgender Plan. Ich hoffe, das ist ein guter Plan. Ich habe die Folie von der Matratze genommen, mir die oberste Schicht rausgeschnitten, habe das jetzt plan reingelegt, probiere das ein bisschen stramm zu machen, nicht dass mir das da irgendwie verrutscht und ich dann zu viel wegschneide oder zu viel Zugabe habe und werde das in, ich denke mal, 4 Teile teilen. Einmal den Kofferraum, einmal die Rücksitzbank und auf der Rücksitzbank werde ich von Kante der Rücksitzbank bis vorne zur Mittelkonsole gehen und dann werde ich links und rechts einzelne Schaumstoffpolster machen und dadurch, dass man dann zwei separate Kissen hat, kann man ja diese Kissen dann eventuell auch noch gut vielleicht für was anderes benutzen, um sich draufzusetzen. Vielleicht mal schauen, wo sich da so die Einsatzzwecke ergeben. Geht jetzt erstmal los mit dem Anzeichnen, Zuschneiden, dann übertragen auf die Matratze und dann wird die Matratze zugeschnitten. Das Ganze dann auf den Überzug nochmal zu übertragen, den Überzug dann abzustecken und den dann dann abzunähen und zu versäumen. Erster Schritt, das Aufmaß. Das wäre jetzt geschafft. Ich habe die Folie jetzt komplett zugeschnitten, habe hier mir die Markierung drauf gemacht, wo ich die Matratze teilen möchte. Ich habe in dem Sinne hinten im Kofferraum eine quadratische Form. Hier auf dem Sitzbereich habe ich in dem Sinne so eine leichte Trapezform und hier habe ich ja dann wieder zwei viereckige Formen. Im Prinzip kann man das Ganze dann sich auch einfach ausmessen. Ich werde auch trotz dessen, dass ich das auf die Folie gemacht habe, nochmal mir ausmessen, die Maße notieren, dass wenn ich das dann auf die Matratze übertragen habe, auch das nochmal gegenkontrollieren kann, weil ne, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz wäre blöd. Zettel und Stift, Werte notieren und dann geht es schon hoch zur Matratze, die Matratze zuschneiden. Beim Zuschnitt gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Brotmesser. Es gibt für Stichsägen extra Sägeblätter für Schaumstoffe.
es gibt auch noch so eine Art, weiß nicht, Halsschneider gibt es, glaube ich, auch. Manche probieren es mit der Schere. Die Schere macht, glaube ich, das. Oder das scharfe Cuttermesser. Wie ich bis jetzt gesehen habe in Videos, eine frische, lange Cutterklinge ist wohl recht gut. Das mit den Stichsägeblättern, das fand ich auch recht nett, das Schnittergebnis. Und das Brotmesser, da muss man wohl, kann man nicht gleich im Kompletten durch, sondern muss dann halt so Schicht für Schicht durchschneiden. Da werde ich mal gucken. Ich denke mal, es wird aufs Brotmesser hinauslaufen bei mir. Und dann sehen wir uns gleich beim Zuschnitt wieder. Ich werde das hier in vier Teile aufteilen. Ich habe hinten angefangen, habe so ein bisschen die Rundung mitgenommen, bin dann bis zur Rücksitzbankkante gegangen, bin dann weitergegangen bis zur Mittelkonsole und dann kommen die Kopfkissen. Und das werde ich jetzt auf die Matratze übertragen. Ich werde das so machen: Ich lege die Folie rauf, werde mir die Eckpunkte anzeichnen, die ich dann mit der Wasserwaage verbinden werde. Und wenn ich dann die Eckpunkte mir angezeichnet habe und die Linien verlängert habe, dann geht es eigentlich auch schon in den Zuschnitt. Ich habe mir das Ganze ja nochmal ausgemessen, werde das natürlich dann nochmal nachmessen. Der Zollstock ist dabei und danach kann dann schon geschnibbelt werden. So, los geht's. Vier Teile zugeschnitten. Ich habe jetzt nochmal die Folie raufgelegt, um mal zu kontrollieren, hat das so mit dem Abpausen des Autos gut funktioniert. Die Nachmessmethode und Kontrollmessung fand ich auf jeden Fall, gibt das einem mehr Sicherheit im Zuschnitt, weil da, wo der Strich dann auch wirklich ist, das ist das Maß der Dinge und da wird reingeschnitten. Unten, das passt soweit ganz gut. Hier Rücklehne, hier wälzt sich halt die Folie. Da hat man dann halt so zwischen dem Schnitt und das, was man dann aufgezeichnet hat, dann doch ein paar Abweichungen. Die Kopfkissen waren jetzt nicht so schwer. Die sind halt 32 hoch. Und ich habe sie dann 59 breit gemacht, weil ich mich dazu entschieden habe, dass ich das Kopfkissen doch relativ passgenau und bündig genau zwischen B-Säule und Mittelkonsole recht eng anliegend haben möchte, so dass da wenig Spiel drin ist und sich das so ein bisschen anpasst, reinklemmt und somit nicht verrutschen kann. Der nächste Schritt halt, man macht sich dafür halt Bezüge. Aber solltet ihr euch wirklich mal ganz arg verschnitten haben, es gibt auch Kleber für Schaumstoffmatratzen. Das heißt, man könnte dann entsprechende Größe, was dann irgendwie zu klein ist, sich noch zuschneiden, verkleben und dann erst in den Zuschnitt für den Überbezug gehen. Ich finde, das mit dem Brotmesser war manchmal ein bisschen hakelig. Manche Schnitte waren auch ein bisschen wellig.
Dadurch, dass das hier so eine Matratze ist, die unten so eine Noppen haben, franzte das unten so etwas aus. Aber ich finde, so mit diesem Pendelhub, Bewegung vor, zurück, langsam sich runterarbeiten, hat man eigentlich einen relativ geraden Schnitt. Ich würde sagen, ab zum Auto, gucken, ob es passt. Das hier für so einen Matratzenbezug mache. Ich werde mir jetzt mit den Stecknadeln die Form der Kopfkissen hier im Stoff, der jetzt hier auf links gedreht ist, abstecken und dann neben den Stecknadeln mit einer Zugabe von 1 cm mir das abschneiden, so dass ich dann hier und dort die Längsnaht vernähen kann. Und dann muss da ja irgendwie noch was rein, damit man den Bezug auch abnehmen kann. Noch ein paar Reißverschlüsse gefunden und die probiere ich hier in diese Bezüge mit einzunähen. Wie wir am besten vorgehen? Am besten, wir nähen uns erst diese Seite komplett einmal ab. Nehmen die Stecknadeln dann beim Nähen ja schon raus und nähen uns dann den Reißverschluss hier drauf, um dann die Naht wieder zu öffnen und dann am Ende diese Naht da dann das Kopfkissen zuzunähen, den Reißverschluss hier öffnen, einmal wieder auf rechts drehen und dann übers Kopfkissen machen. Naja, mal gucken, ob das hinhaut. Ich bin gespannt. Thank you.
beim letzten Teil angekommen. Zwei Kissen und das Mittelstück ist fertig, allesamt mit Reißverschluss. Man steigert sich von Stück zu Stück und weiß, worauf es ungefähr ankommt, damit der Bezug schön stimmig halt um die Matratze drum genäht wird, sodass das halt nicht ausbeult, sondern schön stramm drauf ist. Jetzt beim letzten Stück, es ist so, wir haben ja immer ein bisschen Stoffverschnitt im Sinne von, das in der Mitte durchgeschnitten und legen den Stoff ja um die Matratze drumherum. Da hat man ja Stoffverlust. Wie ich jetzt zu sprechen kommen ist, beim letzten Teil haben wir in dem Sinne jetzt nur noch einen Schlauch übrig. Vom Vlies unten würde es für die letzte Matratze reichen, so dass man hier links und rechts noch was wegschneiden kann. Aber mit dem Oberstoff, mit dem Vlies, da wird es dann etwas knapp. Am Anfang bei dem zweiten Teil schon gesehen, wo ich beide Matratzen raufgelegt hatte, dachte ich mir so, das wird aber eine enge Kiste. Option 1 ist, Vlies halt wirklich mittig drauf, hier links und rechts den Unterstoff halt passend der Matratze wegschneiden und dann diesen Stoff halt wirklich gut stramm raufnehmen. Diesen Stoff natürlich auch einen Ticken höher laufen lassen, sodass sich beide Stoffe in der Mitte treffen. Auch noch eine Idee. Reststoff noch übrig, den man dann entweder halt komplett hier längs sich abschneidet und dann halt die beiden Stoffe irgendwie mittig, ne, vernäht, überlappen lässt, mit dem Vlies unten verbindet, dann kommt man, denke ich mal, auch hin. Wie ich es jetzt im Endeffekt dann lösen werde, wird sich gleich, wie ich dann das Problem am besten lösen werde. Aber da steckt verdammt viel Arbeit drin. Ich habe mal geguckt, wie lange ich brauche. Ich habe allein für das große Stück Bezug habe ich gut eine Stunde 20 gebraucht für Zuschnitt und Abstecken und dann noch mal eine gute Stunde fürs komplette Vernähen. Also man kann pro Teil gut zwei Stunden rechnen. Die Arbeit macht man einmal und dann, wenn man die Bezüge dann hat, dann ist auch gut. Kann man mit Stolz sagen, man hat was mit eigenen Händen geschafft. Es sieht danach auch schicker aus, als wenn man so einen Schaumstoff nur zurechtschneidet und eine Decke drüber legt. Ein paar Spannbettlaken drum. Mal gucken, wie ich jetzt gleich daran gehen werde. Stecken, nähen, gucken, zuschneiden, nochmal überlegen und dann nähen, nähen, nähen. Haben wir dran genäht, so ein bisschen improvisiert. Na? Irgendwie viele Seiten aufgetrennt, viele Seiten ja zusammengenäht, dann auf Spannung, dann irgendwie mit extra Stoff hier quer rein. Also ich habe mich dazu entschieden, hier halt so einen Streifen quer reinzunähen. Durch diese Trapezform bleibt da so ein Meter Streifen übrig. Man braucht ja nur 8,5 hoch. Ich weiß noch nicht, wie es gleich aussehen wird. Also, seid live dabei, wie mein Pfusch gleich aussehen wird.
kurz und knapp war, ist das eigentlich relativ okay geworden. So, dann machen wir nochmal den Aufbau, wie es im Auto drin liegt. Zack. So wird es dann im Auto sein. Aber für heute ist erstmal Schluss. Es ist nach 0 Uhr. Der Plan war eigentlich, heute fertig werden, morgen alles ins Auto packen und erstmal los. So, nachdem ich ja gestern Abend noch bis spät in die Nacht die Matratzen genäht habe, sind sie jetzt fertig und liegen im Auto. Und ich finde, das macht ein sehr schönes, stimmiges Ergebnis. Ich bin da sehr froh drum. Sehr stolz drauf. Also da sind wirklich mehrere Tage harte Fleißarbeit reingeflossen und ich bin darauf gespannt, wie er sich bewährt im Einsatz. Na, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Matratzen im eingebauten Zustand und dann soll es auch, glaube ich, gewesen sein für dieses Video. Und ich muss auch sagen, diese Rundung hinten, das passt ziemlich gut mit dieser Kante. Das ist, schmiegt sich gut an, passt gut rein. Und es war auch eine gute Entscheidung, das Kissen genau so breit zu machen, dass das zwischen B-Säule und Mittelkonsole passt. Na? Da bewegt sich nichts. Und Püppi, wie findest du die Matratze? Gut. In diesem Sinne sage ich erstmal tschüss. Ne? Und wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, Glocke und zum Blödsinn. Viel Spaß dabei. Ciao. Ah, kein Bock mehr. Mein Rücken tut weh. Scheiß Bremse. Hat auch schon Blut gesaugt. Ekelhaft. Ja. Adonis. Egal. War eine Plagerei. Mann, hab ich Rotz und Wasser geschwitzt. Aber nicht, weil ich so viel Respekt davor hatte, sondern weil draußen 27 Grad sind und unser Schlafzimmer sich in einem Dachgeschoss befindet. Steht da drauf, ne? Kein Bock mehr. Bam. Egal. Ich bin fix und alle. Fetz, fetz. So schaut das dann aus. Bei Holzarbeiten, also ganz gierig ist der nicht, ne? Also es kann 90 Grad Winkel. Ach nö. Immer noch offen. Oh, ich werd weg, oder?